Hallo, ich bin Franziska Diallo von Good Travel, Gründerin und Geschäftsführerin. Und ich möchte euch gerne drei Tipps zum Thema nachhaltiges Reisen mit Kindern mitgeben. Und zwar fängt das Thema Reisen ja eigentlich immer bei der Anreise an. Und es muss nicht immer das Flugzeug sein, auch das eigene Auto, so verführerisch das ja sein mag, dort alle Sachen einfach in den Kofferraum zu schmeißen, kann man auch durchaus mal sich Zugverbindungen anschauen, weil man während einer Zugreise sich natürlich auch nochmal ganz anders mit den Kindern beschäftigen kann und die Zeit mit Spielen, Vorlesen oder ähnlichen Dingen ganz vergnüglich gestalten kann. Der zweite Tipp ist aus meiner Erfahrung auf jeden Fall, dass es förderlich ist, wenn man einen Pool hat. Und wer jetzt denkt, Pool und nachhaltig, umweltfreundlich, geht eigentlich nicht. Der kennt vielleicht noch nicht dieses Prinzip des Naturpools oder Bioteichs, wo man auch wunderbar schwimmen kann und man eben keine Chloraugen oder die Kinder die Haut so krass, wenn sie dann einen Tag im Pool verbracht haben, sondern in einem sauberen, schönen Wasser planschen, schwimmen und ähnliches machen können. Und als dritten Tipp, einfach mal als Anregung, gerade für Eltern, die auch sagen, meine Kinder, die müssen immer beschäftigt sein und dann ist so ein Club vielleicht irgendwie, wird in Erwägung gezogen. Da gibt es eben auch ganz tolle, nachhaltige Alternativen im Sinne von dieser Mitmachmöglichkeiten, also dass man gerade in familiengeführten Betrieben, wo vielleicht auch noch Tiere sind oder ein großer Garten, können Kinder dann häufig bei der Ernte mithelfen oder morgens die Eier bei den Hühnern einsammeln, Tiere füttern, auch mal Stall misten und haben so wunderbare Tätigkeiten und lernen gleichzeitig auf ganz selbstverständliche Art und Weise, dass die Marmelade nicht im Supermarkt entsteht, sondern man dafür Früchte vom Baum erntet und einkocht und dann wunderbare Marmeladen entstehen.